العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. Zu den Hadith dieser Woche, bi'idhnillahi ta'ala, ein sehr schöner Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, den wir uns ausgesucht haben. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Und Abu Musa radiallahu anhu berichtete folgendes. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, jeder Muslim muss Almosen geben. Jemand fragte, was ist, wenn er nichts findet, um es als Almosen geben zu können? Er antwortete, lass ihn mit seinen zwei Händen arbeiten, nützlich sein und Almosen von seinem Verdienst geben. Jemand fragte, was ist, wenn er das nicht tun kann? Er antwortete, er soll jemandem helfen, der extrem bedürftig ist. Jemand fragte, was ist, wenn er dazu nicht in der Lage ist? Er antwortete, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er soll sich von schlechten Handlungen fernhalten und das wird ein Werk der Wohltätigkeit sein. Ja, ein sehr schöner Hadith bezüglich des Almosengeben, des Spenden für Allah Azza wa Jal. Und ich wiederhole ihn. Jeder Muslim muss Almosen geben. Jemand fragte, was ist, wenn er nichts findet, um es als Almosen geben zu können? Er, Prophet alayhi salatu wassalam, antwortete, lass ihn mit seinen zwei Händen arbeiten, nützlich sein und Almosen von seinem Verdienst geben. Jemand fragte, was ist, wenn er das nicht tun kann? Er, alayhi salatu wassalam, antwortete, er soll jemandem helfen, der extrem bedürftig ist. Jemand fragte, was ist, wenn er dazu nicht in der Lage ist? Er, sallallahu alayhi wasallam, antwortete, er soll sich von schlechten Handlungen fernhalten und das wird ein Werk der Wohltätigkeit sein. Ein Hadith bei Bukhari und Muslim. Und so sehen wir, liebe Geschwister, dass man versuchen muss, in allen Wegen eine Sadaka zu geben. Und falls wir nicht in der Lage sind, einen Eigenverdienst zu haben oder was auch immer, um dieses Sadaka oder jemand zu helfen, halten wir uns eben dann von Schlechten fern, schließen wir unseren Mund, sprechen wir nicht so viel Schlechtes und dann, ja, wie manche Leute, die reden und Nami und Reba und diese ganzen Sachen und das wird dann auch als Almosen gelten, bi'idhnillahi ta'ala, barakallahu fikum, bis nächste Woche, bis den nächsten Hadith. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.